Zunächst erstmal herzlich willkommen im Fort Fun. Mein Name ist Diamant Nesirei. Ich bin quasi Nachfolger von der Christine, die ihr alle kennt, und habe sozusagen den Marketingbereich von ihr geerbt und führe den erstmal so weiter. Genau. Ja, Neuheit. Direkt hinter deinem Rücken quasi haben wir unsere Raftingbahn, Rapid Riverbahn, Entschuldigung, Los Rapidos. Wurde umbenannt, ehemals Rio Grande. Dort haben wir an der Thematisierung gearbeitet. Wir haben beispielsweise eine neue Kirche dort erstellt. Wir haben die Fläche ein bisschen renoviert, ein bisschen schöner gestaltet. Wir haben einen neuen Wasserfall dort integriert und in diesem Zuge halt auch direkt den Haupteingang nochmal neu gestaltet. Nochmal ein bisschen frischer, ein bisschen freundlicher. Ich glaube, das ist euch schon aufgefallen. Ja. Das sind so die zwei Neuheiten, sag ich mal, die da drunter fallen. Genau. Der neue Haupteingang fällt einem auf. Was einem auch auffällt, ist, da steht auf einmal ganz viel Alu in Form von Traversen davor. Was hat es denn damit auf sich? Da kriegen wir nämlich jetzt direkt den Twist zu dem aktuellen Thema. Genau, richtig. Also ich sag mal, das ganze Alu, was da vorne steht, das ist natürlich nicht unser neuer Haupteingang, sondern ist dem geschuldet der aktuellen Situation, um halt einen geregelten Besuchereinlass gewährleisten zu können. Ne? Damit wir schön die Mindestabstände einhalten können und die Leute halt auch, sage ich mal, voneinander getrennt sind und dementsprechend den Zufluss in den Park besser regeln können. Ne? Und muss leider so erfolgen aktuell, deswegen konnten wir da jetzt kein Holz drumherum bauen, wird dann aber hoffentlich auch bald dann wieder abgebaut, sofern sich die Lage natürlich entspannt. Also der Armin Laschet hatte ja verkündet, ich meine, es war am 7.5., dass die Freizeitparks ab dem 11. Mai aufmachen dürfen. Haben uns natürlich alle tierisch gefreut und hatten auch schon so ein Konzept quasi in der Hinterhand, waren so leicht vorbereitet und haben das Ganze natürlich mit den örtlichen Behörden abgestimmt, feingetuned und konnten dann halt auch glücklicherweise als erster Freizeitpark dementsprechend kommunizieren, dass wir am 17. Mai zunächst für unsere Jahreskarteninhaber ein Pre-Opening machen können, welches halt auch wirklich sehr, sehr erfolgreich angelaufen ist. Die Gäste waren wirklich rundum zufrieden, die Abläufe im Park haben sehr, sehr gut funktioniert. Das Ordnungsamt war hier und hat sich das nochmal alles angeschaut und auch alles genehmigt. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir heute offiziell in die neue Saison starten dürfen. Wir haben ein Crowd Control integriert in unseren Online-Shop. Bedeutet, wir haben dort vier Kategorien aktuell. Die erste Kategorie ist halt die, wenn man noch keine Eintrittskarte hat, kann man dort dementsprechend eine Eintrittskarte für einen bestimmten Tag erwerben, kann das Anreisezeitfenster sofort auswählen und muss sich dementsprechend mit den eigenen Daten nochmal registrieren, diese hinterlassen, und kriegt dann das Ticket mit dem Anreisefenster zugeschickt. Damit geht man dann am Besuchstag direkt zur Kartenkontrolle durch, muss sich halt also nirgendwo mehr an den Kassen anstellen. Die zweite Kategorie ist, wenn man schon Karten hat, beispielsweise im Vorfeld datierte Tickets erworben hat oder undatierte Tickets erworben hatte, dort meldet man sich einfach mit dem Anreisefenster an, kriegt die Reservierungsbestätigung zugeschickt. Auch damit geht man direkt zur Kartenkontrolle durch. Die dritte Kategorie ist die der Jahreskartenbesitzer. Wenn man also eine gültige Jahreskarte hat, wählt man einfach das Anreisefenster und geht dann damit dementsprechend auch zur Kartenkontrolle. Zu den Jahreskarten möchten wir einfach nochmal eben dazu sagen, dass wir diese automatisch verlängert haben für die Zeit, in der wir aufgrund der aktuellen Situation geschlossen hatten. Das ist schon automatisch erfolgt. Somit kriegt auch noch dementsprechend jeder Jahreskartenbesitzer auch die Möglichkeit, weiterhin die Jahreskarte bei uns im Fortfahren zu nutzen. Ich glaube, da haben wir eine ganz faire Lösung gefunden. Die vierte Kategorie ist die der Besucher, die beispielsweise einen Coupon oder eine Partnerkarte haben, welche man nicht direkt im Online-Shop bezahlen kann, sondern lediglich dort ein Anreisezeitfenster reserviert und am Besuchstag den Coupon mit der Reservierung vorlegt an den Kassen und das Ticket dementsprechend halt bezahlt und der Rabatt wird halt verrechnet und kann dann dementsprechend halt auch einfach wieder Vollgas in den Park. Das ist cool. Großes Thema für viele ist die Maskenpflicht. Ich glaube, dass wir da eine ganz gute und faire Regelung gefunden haben. Wir haben natürlich halt den Vorteil, dass die Attraktionen alle Outdoor sind. Ne? Eine Maskenpflicht oder wir sagen lieber Mund-Nasen-Schutz dazu besteht halt wirklich nur in den überdachten Bereichen. Sprich in einem Shop, wie man es halt aktuell auch vom Bäcker kennt. Oder in überdachten Warteschleifen, wie hier im Hintergrund von der Devil's Mine beispielsweise. Auf den Attraktionen aber selber nicht. Das ist wirklich auf sehr, sehr überschaubare Fahrgeschäfte der Fall. Dafür haben wir aber auch direkt nach der Kartenkontrolle, aber halt auch auf Social Media schon darauf hingewiesen, welche Fahrgeschäfte das sind bei uns im Park. Ansonsten gilt im generellen Park
im Freien, sofern der Mindestabstand natürlich ganz, ganz wichtig eingehalten wird, kein Mund-Nasen-Schutz. Sehr, sehr wichtig auch für die Kinder. Bis einschließlich 6 Jahren gilt generell kein Mund-Nasen-Schutz. Wir informieren natürlich halt bei uns auf fortfahren.de Infos in unseren aktuellen FAQs zum aktuellen Stand. Diese aktualisieren wir zeitnah, wenn sich irgendwie eine Änderung ergeben sollte. Aber ansonsten halt gilt im kompletten Park, beziehungsweise haben wir im kompletten Park Desinfektionsspender aufgebaut, reichlich. Wir haben die Reinigungsintervalle an den sanitären Anlagen erhöht. Wir haben auch Markierungen am Boden gemacht, damit man halt wirklich dann auch die Orientierung hat, okay, sind das jetzt die 1,50? Wir haben mehrere Schilder angebracht und appellieren da halt einfach auch an unsere Gäste, sich daran zu halten, sich selber zu schützen, aber halt auch unsere Kollegen hier im Park zu schützen. Und wenn sich dann natürlich alle dran halten, steht uns, glaube ich, eine schöne Freizeitparksaison bevor. Vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort. Danke auch.